So, wir haben das Grab, wir haben... Ist das etwa so gedacht, dass wir hier das... Was zum Teufel ist da unten los? Irgendwas guckt euch ab. Was? Naja, wahrscheinlich müssen wir mit dem Seil hier das Ding da rein wuchten, aber warte mal kurz. Ja, dann läute mal die Glocke. Ja, machen wir sofort. Eieiei. Hier. So nämlich. Ah, ein bisschen schief, aber okay. Aber das Ding hat Spaß gemacht jetzt. Vielleicht sparst du das Teil besser auch für die großen Gegner. Vielleicht, ja. Aber es macht doch Spaß. Ja. Es macht Spaß. Gerade die Kleinen, die fliegen dann so schön auch. Durch die Gegend. Aha. Ist das ein Lager? Ich denke, ja. Geschützte Nische. Okay. Gucken, wie geschützt das hier ist. Das fühlt sich gerade nicht so wie ein Safe Room an, nee, oder? Nee, eher wie ein Gefängnis, wo alle von allen Seiten einfach reinballern können. Oh Mann. Es gibt ja auch in den früheren Resident Evil Teilen auch immer diese Safe Rooms, die mal so eine bestimmte Melodie dann haben. Und dann weißt du wirklich, okay, du hast mal einen Moment zum Ausspannen, hier kann dir nichts passieren, du kannst in Ruhe speichern. Du kannst dein Inventar verwalten, war aber das dann auch konsequent so, ja. Genau, aber das hier hat überhaupt nichts von Ruhe und Sicherheit. Wenig, wenig. Schon das erste Lager, was offen war für den Sturm und den Regen, das war ja auch nichts. Nee, selten war hier ein Lager wirklich mal chillig und schön. Naja. Also... Tierkadaver, das machen wir eigentlich überhaupt nicht, oder? Wo haben wir denn bitteschön überhaupt noch Tiere zum Looten? Also, ach, die laufen schon immer wieder mal rum. Jetzt zwar nicht hier in dem Tempel oder Kloster, aber wie oft sehen wir da die Hasen? Wobei, die Ratten könnte man wahrscheinlich auch jagen. Vielleicht, vielleicht. Aber dennoch fehlt mir irgendwie... Vielleicht sowas. Plünderung. Taschen. Ja, das kann man machen. Das klingt doch ganz sinnvoll. Gut. Also... Das? Fähigkeitsstrang, aha. Kletterachs im Kampf. Okay. Aha. Y, oh Mann. Dies mit dem Dreck haben wir auch noch kein Mal gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, wie das ging. Wir machen auch dieses Ausweichen überhaupt nicht. So viel alles. Na gut, das ging mir aber auch in anderen Spielen schon so, dass ich da bestimmte Mechaniken erst viel, viel später angenommen habe. Tja, nun gut, noch ein bisschen Shotgun-Dings, Munition, das ist ganz gut. Kommen wir hier denn irgendwie durch? Nee, solche Barrikaden hatten wir schon mal. Mit der Schrotflinte müsste es gehen. Ach, okay. Frag den Instinkt. Hey, das finde ich eigentlich ziemlich geil, das erinnert mich ein bisschen an Zelda, wo du auch... eine große Welt hast und du kannst immer wieder zu bestimmten Orten zurückkehren, aber... manche Hindernisse lassen sich erst durch Items, die du im späteren Verlauf findest, dann beiseite das schaffen. Das ist hier echt das Prinzip, ja. Also es macht bei dem Spiel auch wirklich Sinn, später immer wieder mal alte Orte zu besuchen, ja. Eigentlich ja, ist eigentlich so Wiederspielwerterhöhung, ne? Finde ich gut, finde ich echt gut. Auch wenn wir es in der Aufnahme jetzt wahrscheinlich nicht machen werden. Ja. Oh! Okay, aber jetzt kann es ja nicht noch schlimmer werden. Ja, vielleicht kannst du auf die Brücke springen. Ja, klar. Alter, nicht ernsthaft, oder? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Uiuiui. Genau das richtige Spiel für dich, oder? Wenn es sowas dann endlich mal in VR gibt, Ochi. Aber hallo, ja. Dieses Dum-Dum-Dum, das war eben voll Terminator irgendwie. Ja, stimmt. War total. War genau der Sample. Oh. Wow. Gut. Ich krieg das Ding nicht auf. Aha, jetzt kannst du wieder Leute überraschen.
Oh nein, das war's. Also, mit überraschen. Nicht schießen, Freunde. Freunde sind das nämlich. Ach so. Wer sind diese Wächter? Was wollen sie? Legt sie um. Scheiße. Aber dennoch interessant, ne? Dass es solche Dialoge gibt und die fallen ja nicht alle nur. Das ist wirklich interessant. Oh. Hier eine andere Waffe nimmt. Vielleicht boah. Ich will erstmal den Schützen da oben eliminieren. Nee, das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts. Schon tot, boah. Hammer. Wow. Wow, wow, wow. Naja, was ich sagen wollte, interessant, dass es dennoch so Dialoge gibt zwischen den Gegnern und ihr. Hm. Auch vorhin, als sie gesagt hat, das muss alles nicht sein. Oh, schade. Der wäre geil gewesen. Nein. Hätte ich jetzt im Nahkampf... Vielleicht solltest du hier gar nicht mit dem Bogen agieren. Oh, Y. Ja, okay. Ja, perfekt. Vielleicht solltest du hier wirklich eine andere Waffe zur Hand nehmen. Boah, ich hätte da irgendwas machen können. Ach, okay. Nee, kriegst du nicht. Nee. Hol dir erstmal den anderen, der da auf dich schießt. Weil der eine ist nur gefährlich, wenn er rechts ist einer da. Der ist nur gefährlich, wenn er dir zu nahe kommt. Yo! Hättest du jetzt doch aus der Luft die Waffe gegrabt. Super hot, ne? Super hot, genau. Ja, das wär's gewesen. Und. Nein! Mach diese Rolle und dann. Bam! Oh, schade, ja. Schade. Alles gut. Nochmal. Nein. Einmal vorbeirollen. Ja. War doch ein Treff. Ja, aber das war nur irgendwo Hüfte. Na! Oh Mann. Und du weißt ja, wie es ist. Triffst du jemanden mit einer Schurkünde in die Hüfte, der läuft ja trotzdem weiter. Mm, klar. So, haben wir das. Gut. Naja, es ging ja einigermaßen. Der Weg hier raus war direkt unter Ihnen. Direkt unter Ihnen? Ja, wahrscheinlich muss man hier irgendwie den Boden öffnen. Zertrümmern oder was auch immer. Okay. Guck mal, da liegt ja auch so eine große Glocke. Vielleicht hängt noch eine oben. Und die können wir herunterfallen lassen. Schau mal. Aha, siehste, sag ich's doch. Wie könnte man die einfach das benutzt, was ich gerade zur Hand hatte. Lad nach. Und die Schrot auch, ja. War das Tier gerade, genau. Ja, prima. Ja. Die große, nicht die niedrige. Ja, vielleicht dahinten. Kann man die ja irgendwie anhauen mit der kleinen oder so. Ach so, Nächste. Oh, dann würde sie ja nicht fallen, sondern schwingen. Oder man kann sie einfach lösen und sie kracht nach unten. Wie es hier alles ist. Ah, Moment, das sind schon wieder... Guck mal hier, das kennen wir doch irgendwo her. Ach, guck mal, die ist umwickelt. Da musst du ein Seil hinschießen. Ja, das dachte ich, aber... Warte mal, wir machen erstmal das. Dann gucken wir mal. Dann vielleicht zurückziehen und dann... Wird sie nochmal mit Schmackes dahin geraten? Ja. Oh, vielleicht. So. Dann ziehen wir die ran. Wobei der einfache Weg, wenn vielleicht auch nicht vorgesehen. Und? Ja. Gewesen wäre einfach die Seile zu zerschießen da oben. Ja. Aber das ist. Naja. Das scheint gar nicht möglich zu sein. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Nee, das war nicht mit Seil. Sollen wir es einfach nochmal? Ja, probier's. Und? Ja. Nein. Komm, noch einmal. Vielleicht ist das auch nicht alles. Ich sehe es. Ich auch. Ja. Tja, mit was? Mit Shotgun. Probier's, ja. Gehst du?
Nicht? Die Balken irgendwie anders klein kriegen. Ah, ich weiß es. Anders klein. Mach mal ein Fenster zu. Geht das noch? Ja, ja, das sollte gehen. Wie zuvor auch. Knapp. Mhm. So, und jetzt schließ mal ein Seil. Ah, und dann die andere Richtung. Ja, ja. Tricky. Genau. Ist gut. Das macht auch mehr Sinn. Ach, du meine Güte. Ja, nee, ist klar. Ja, wer im Holzhaus sitzt, soll nicht mit Glocken, werfen. Leuten. So, hier wieder zu. Auf, meine ich. Einmal so. Und nochmal rein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was jetzt bitte schön passiert? Der obere Balken löst sich. Ah. Nee, und jetzt müssen wir beide. Also erstmal die Leute eliminieren. Na. Oh nee! Na, ist es denn? Der hält ein bisschen was aus. Ah. Mach jetzt den anderen weg, weil der nervt. Ach, der hat auch so eine Panzerung. Jetzt war erledigt, ja? Wow, ist alles gut. Okay. Oh. Hinter dir ist noch einer. Loote erstmal alle. Oh. Oh. Schlechter Zeitpunkt. Wow. Heftig. Scheiße. Ich muss sofort hier raus. Ja. Ich denke, das ist das Game. Mit was? Hab ich nicht verstanden, aber ich würde da oben einfach mal diese Glocke gegen den oberen Balken schwingen lassen. Mhm. Aber hey, heute sehen wir sowas und in Tomb Raider 3 wurde in der deutschen Version das Blut lila eingefärbt. Tja, ja. Das sehen wir dann erst in 10 Jahren. Oh je. Oh. Überrealistisch, ach du meine Fresse. Ja, ich würde gerade sagen, naja, Zeitlupe, aber das gibt's ja auch schon. Ja. Zeitlupen-Kills. Vielleicht immer nur ein Fenster? Okay. Da kommt's aber früh mit. Ja. Und abwärts. Oh. Au. Ich dachte, wir würden da jetzt durchbrechen. Oder sind wir durchgebrochen? Also da weiß man auf jeden Fall, die hat immer ihre Milch getrunken. So viel wie die Knochen aushalten. Oh. Jetzt fliehen wir mit denen zusammen. Ha. Bunny Hopping. Oh Gott. Wow. Come on. Und schneller Sport. Ja. Wow. Sag ich doch, du musst auf die Brücke springen. Festhalten. Dann halt auf die nächste. Oh. Was? Zerschießen, zerschießen! Wieder! Oh! Wow. Ganz knapp am Spieß vorbei. Hast du es gesehen? Hab ich nicht wirklich, nee. Ach, guck mal. Ich hab's wegignoriert. Eine kleine Idylle, oder? Ja, geil. Schön. Ein Ort der Ruhe und Entspannung. Aber echt, ne? Ein, so ein Fleck einfach. Hallo? Hallo? Sam? Hallo? Sam? Puh. Hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein. Ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Ein Feuerritual.
Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Roth, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Okay. Ja. Also Waffen. Alles. Okay, alles durchgeladen. Ja. Gut. Ich bleib beim Bogen. Bogen ist gut. Die Shotgun musst du auch mal ausprobieren. Das Tief hier kann man da. Okay. Dann kannst du durchwarten. Naja, die Höhle, ha? Ja. Aha, ein Lager. Gut. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Okay, wollen wir vielleicht der Schrotflinte gleich ein paar Upgrades verpassen? Wir können ja mal gucken, was es so gibt. So. Volle Drossel. Guck mal vorne, die Spitze so zackig. Ja. Lustig. Welchen? Ja, das kann natürlich bei einem Nahkampf Reichweite, sinnvoll sein, ne, dass man zustoßen kann. Ach so, ja. Reichweite bei einer Schrotflinte ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Laufen, Mann. Den Schaden erhöht. Schaden erhöht. Okay, Schussfrequenz und wahrscheinlich. Stabilisieren. Stabilisieren sich hier als Unwichtigstes an, weil du machst einmal einen heftigen Wumms und. Bei den Gegnern bisher hat die auch ganz gut funktioniert. Also ich weiß nicht, was man da. Also ich würde vielleicht sagen, mehr Schaden, wenn wir wirklich mal einen großen Gegner damit niedermachen müssen. Schaden. Ja. Schaden. Schaden schadet nicht. Kann nicht schaden, ja. Oder eben doch. Gut. Das sollte jetzt mal gewesen sein. Ich denke, alles andere ist eh teurer. Okay. So, da oben ist direkt, ja, da könnte man theoretisch rüber. Aber man könnte auch erstmal rechts über die Brücke. Ihr könnt hier einen Pfeil rüberschießen. Genau. Das meine ich. So, Seil gespannt. Tja, wo ist denn unser Zielort? Okay, in die Richtung. Na gut, dann kann man jetzt noch nicht wirklich sagen. Oh, was hängt denn da? Ach so, nur so eine Laterne. Ich habe keine Ahnung. Lass mir nach Main Quest aus, nach Hauptweg. Würde ich auch sagen. Ich weiß nicht genau warum, aber ja. Geht vielleicht erstmal da lang. Ja, ich würde auch gerne mal hier. Gut, das ist halt der Weg, der nicht direkt offen steht. Von daher könnte das echt so ein optionales Ding sein. Da könnte man anzünden, wenn man wollen würde. Oder es spült mich darunter. Oder das, ja. Weil ich weiß nicht, wie man dann zurückkommt. Ach komm. Wir sind Abenteurer. Gut, dann können wir einfach durchwarten. Und bitteschön. Dankeschön. Ach so, nein, ich muss ja länger halten. Jetzt. 6 von 10. Ich glaube irgendwie auch nicht daran, dass hier genau 10 Statuen rumstehen. Oder? Meinst du, es gibt echt nur 10, die man anzünden kann? Die muss man alle finden. Ach so, du meinst, dass es mehr gibt? Dass es vielleicht mehr gibt, aber man 10 für. Nö, ich würde sagen, es gibt genau 10, die man anzünden kann. Ich hatte halt irgendwie das Gefühl, dass wir schon voll viele gesehen haben, die wir aber nicht erreicht haben oder so. Aber naja, vielleicht irre ich mit unseren Mitteln zu dieser Zeit nicht erreicht haben. Ja, ja. Nein.
Ah. Ah, sehr schön. Da kann man wieder versuchen, mal ein bisschen prophylaktisch aufzuräumen. Ja, und vor allem zu lauschen. Der ist ja betrunken. Oh, oh. Wie geil, so ein Tisch, ja, sich zurechtgestellt hat. Nein, das war ganz knapp vorbei. Oh, das ist ein fieser mit so einem, ja, so einem Brandding. Ja, ja, ja. Ah! Oh. Milch. Ah, da rechts. Ja, wow. Der ist weggeflogen. Mhm. Da war das Möb. Ja, ja, ja. Das Gewinner-Möb. Achso, ansonsten wären wir wahrscheinlich da unten lang gekommen. Aha, aha, aha. Und dann hätten wir nicht dann, das hier. Ja. Ach du meine Güte. Sie kann doch, guck mal. Aus dem Sprung. Ja, natürlich. Ja, wir hatten jetzt hier die bessere Position wahrscheinlich, ne? Mhm. Wo, und Bogenteile gefunden. Super. Nett. Und außerdem können wir uns um Gott huldigen mal sehr wieder. Nett. Na. Ach, ich denke nicht dran, dass ich erhalten muss. Mhm. Schau mal, schon 7 von 10. Gut, gut, gut. Da, ich mach dir ein schönes Thumbnail, so. Der mit der erhobenen Fackel. Ah, das ist ein, das ist nett. Ja, das ist wieder mal eins ohne. Nee, mit Fackel war gut. Mit Fackel war gut. So. Nee. Ja, wobei auch da wäre die etwas erhöhte Position gut gewesen. Aber es ist US, alles shit egal. So, was haben die ein schönes. Jetzt hat der dann wieder die Vasen hier. In ihrem Lager. Na gut, also Alkohol. Ziemlich viel Alk, ja. Ja. Den war langweilig. Waffenmodifizierung verfügbar. Was? Achso, hier mit den Teilen, ja, ja, okay. Hm. Ja. Ja, gut, ein Seil rüberschießen, ja, ist klar. Ja, ja. Und dann müssen wir halt mal sehen. Und auf geht's. Yep. Ja, rechts war das Flugzeug oder ein Flugzeug. Wrack. Hast du auch deine Schutzbrille angezogen? Klar. Wo du mit schwerem Gerät arbeitest am Holz? Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Mein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Gerät. Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Ja, das hilft total. Das ist kein gutes Omen. Okay. Also darüber machen wir gleich. Mhm. Das Gebäude war mir nämlich zu groß, um da genau nichts zu finden. Ja, ja, ja. Also Munition. Genau. Man kann doch bestimmt. Da war doch auch noch eine Hintertür. Konnte man die auch aufschießen? Wenn du reingehst rechts. Halt, da ist. Da war was, ja. Moment, ist das etwa einer von den Geocaches? Ja, ja, es könnte gut sein. So ein Döschen, ne? Oder so ein Mikro vielleicht, ne? Ja, ja. Ja. Warte, 3 von 15. Geh doch mal rein. Gott, hängt da einer? Da, da, da. Was ist das? Hängt ach, da im Baum, meinst du? Da. Ach, da? Nee, was ist. Das, ich weiß es nicht. Das sieht von hier aus, als ob das so eine Person hängen würde. Nee, ich glaube, das ist okay. So irgendwie. Irgendwas, naja. Irgendwas, ach so, Holz. Da ist aber auch noch Loot und. Loot, ja. Na, mal gucken. Mal gucken. Hm. Oh, hier da ist gerade was. Genau. Ah, okay. So, du sagtest Tür. Ah, hier, ja. Ja, genau. Oh Gott, hab ich jämmerlich daneben geschossen. Dass das überhaupt geklappt hat. Naja, eine
Schrotkugel ist wohl durchgegangen. Oh. Das war schon. Ich sollte da nichts sagen, aber war schon schön. Ja. Ach ja. Plöpp. So, können wir hier runter. Ja, rüber, ja, meine ja, ich. Ja, das sollte gehen. Und hoch kommen wir dann wieder hier mit einem Seil. Jo. Wir gehen jetzt hier voll in die andere Richtung, weil da hinten ist, glaube ich, dann unser Ziel, oder? Ja. Da ist unser Ziel. Ja, okay. Ob wir jetzt von links oder von rechts kommen. Wobei halt doch unser Zielpunkt ist da hinten. Genau, da in die andere Richtung. Hier ist das Loot, das wir gesehen haben. Und auch dieses... Dieses Ding. Was ist es denn? Irgendwie Stämme oder... Sieht aus wie übergroße Ingwerpflanzen. Ja, irgendwie. Stimmt. Ne? Okay. Ja. Keine Ahnung, was das für ein komisches Ding sein soll. Man weiß es nicht. Hä? Oh Gott. Was? Was habe ich gerade gemacht? Geht denn hier ich bin dagegen gerannt. Also das Geräusch passt mal gar nicht. Aber ich weiß ja, es, ich weiß es, ja, ich ja. weiß es. Weißt du es auch? Wir müssen weinend weglaufen, weil wir nicht wissen, wie es funktioniert, oder? Klar wissen wir das. So. Wir müssen den Ingwer aktivieren. Mhm. Guck mal, Gewehrteile gefunden. Ja, cool. Mhm. Und jetzt mal rüber zu diesem Flugzeugwrack. Da ist Zeug. Ist voll. Auch voll. Tja. Überlebensinstinkte. Klar, der Zielbeacon ist gut zu sehen. Da ist eine Kiste, da sind Kisten, jede Menge. Ja. Aha. Waren wir da vorne schon? Also. Ist das etwa die erste Statue, die wir angezündet haben? Ja, klar, das ist hier dieser kleine Unterstand. Ach was. Das bedeutet, wir sind jetzt einmal zurückgegangen. Den Weg, den wir jetzt zurückgehen könnten, den konnten wir halt vorher nicht gehen, wegen den fehlenden Skills. Mhm. Da ist auch das Lager da. Ja, interessant. Mhm. Ah. Und da ist ein Cache. Ja. Kann ich den markieren? Kann ja, ich jetzt du kannst mit A einen Wegpunkt markieren. Setzen. Das möchte ich jetzt mal probieren. So, was jetzt gehen wir geocachen. Und wenn... Ah, ist er irgendwo. Aha, in der geil. Hütte oder auf der Hütte? Ja, das finden wir gleich raus. Interessant wäre ja, wenn die auch noch richtige Verstecke hätten. Also nicht nur einfach auf dem Boden rumlegen, wie die, die wir per Zufall gefunden haben. Ja. Sondern wenn man aktiv danach sucht, hat genau. Achso, ich dachte an was anderes, aber so geht's auch. Ja, geil, ja, cool. Das funktioniert. Das gefällt mir. Das war ein bisschen gecheatet. Das war ein Glitch. Aber hey, wir haben den genommen, oder? Ich denke schon, ja, ja. Es war durch das Einsammeln irgendwie durchgeglitscht. Mhm. Okay, ja, alles klar. Gut, ja, und hinten ist das Lager, ne? Da. Mhm. So, Kisten. Wir haben Kisten gesehen. Beim Lager ist auch eine Kiste. Haben wir die dann... Die konnten wir vielleicht vorhin noch nicht, weil wir die verstärkte, hier den verstärkten Kletterhaken haben. Aber hier, den meinst du echt? Oder kann es sein, dass die Dinger immer wieder neu befüllt sind, wenn man ein Gebiet neu betritt? Moa. Ist das neu, das Dokument? Baby, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich es einfach runter raus. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross.
Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich's vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach. Okay? Okidoki. Das finde ich interessant. So ein bisschen Background-Informationen? Ja, auch. Aber ich fand es eher interessant, dass wir jetzt hier zurückkommen in das Gebiet und es halt wieder neu entdecken können. Also das quasi wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, wenn es nicht genau diese Hütte dort gewesen wäre. Ja, das stimmt. Der brennende Dude. Denn ich würde hier auch noch etliche mehr solcher Flugzeugwracks erwarten auf der Insel. Das ist jetzt genau eines von denen ist... Ja, das Feuer, das hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, tatsächlich. Vor allem, weil es eben gerade das erste war, was wir angezündet haben. Okay. Ja, okay. Ja, das sind auch dann diese ganzen Hanghäuser. Die Statue mit der Göttin, ja. gut. Sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier mit Speichern ist. Einfach rausgehen und dann... Also ich sag mal, nach den ganzen Crashes, die wir hatten, hat er auch immer ganz gut gespeichert. Ich glaube, man kann auch einfach Strom ausmachen. Das sollte man vielleicht lassen, aber ja. Ich gehe jetzt mal zur Sicherheit einfach in das Lager rein. Okay. Und wieder raus. Das müsste eigentlich passen. Weil, wie gesagt, haben wir bis zum nächsten Lager oder wollen wir doch noch ein bisschen marschieren? Ich glaube, ein kleines Päuschen... Könnte man schon mal machen. Ja, ich denke auch. Ist auch gerade ganz friedlich. Genau. Schöner Tag. Der Kreis schließt sich. Wir sind wieder angekommen. Na, nicht am Anfang, aber so halb. Jetzt können wir aktiv Geocaching betreiben. Nicht nur Zufallscaches finden. Sehr gut. So. Okay, dann sagen wir an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.